Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Brawl Stars. Wir haben ja das Format Angela sagt, wo mir meine jetzt leider überhaupt nicht kaputte Pappfigur eine Challenge gibt, die ich im Video dann schaffen muss. Die sucht sich Angela auch nicht alleine aus, sondern Angela guckt immer in die Kommentare und wählt dann da halt den besten Vorschlag aus. Leider hat sie halt keine Beine mehr und ich muss mal eine neue Angela holen, aber sie hat dafür alle Vorschläge hier in dieses Buch reingeschrieben. Du musst mit Rico in Showdown Vierter werden und 3 Kills machen. Außerdem in einen anderen Modus gewinnen. Du darfst nur Wandschüsse benutzen. BS, Milch ist Gift. Okay, dann machen wir das jetzt halt. Also, meine Schüsse dürfen nur Kills machen, wenn sie von der Wand vorher abprallen. Deswegen ist Top 4 ist für die Challenge wahrscheinlich sogar zu leicht. Oder sagen wir so, ich habe ja 2 Accounts. Lass mal versuchen, die Challenge mit beiden Accounts zu machen. Ich habe einen Account, da hat Rico keine Star Power und ich habe einen anderen Account, da hat Rico eine Star Power. Mal sehen, ob es dann anders wird. Falls ihr übrigens auch ein bisschen anders seid, könnt ihr mal den Abo-Button drücken, denn ich würde diesen Monat noch ganz gerne die 115.000 Abonnenten erreichen. Das schaffen wir doch, oder? Wäre doch nicht zu krank. Okay, nur mit Wandschüssen, 3 Kills und den 4. Platz. Und dann im zufälligen Modus. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich meine, ich spiele Rico nicht viel, aber ich darf nur so Kills machen. Zählt es auch für Kisten? Ich sag einfach mal ja, ich darf nur auch Kisten mit Wandschüssen. So, also jeden Schaden, den ich mache, der muss vorher einmal gegen eine Wand geknallt sein. Das macht's super schwer, weil es kann ja mal ein Hitze des Gefechts passieren, dass man das falsch macht. Okay, da war ein bisschen Schaden. Okay. Aber wie mache ich das denn jetzt? So? Okay, hat nicht geklappt, aber der Roboter geht auf sie. Okay, ja, wie gesagt, 4. Platz ist ein bisschen zu leicht. Ich werde versuchen zu gewinnen. Aber ich sag mal, so einen 2. Platz. Oh, schade. Okay, ich melde mich gerade aus dem Schnitt. Mir ist während der Folge gar nicht aufgefallen, dass ich die Bee gekillt habe. Und dazu mit einem Schuss, der nicht eine Wand getroffen hat. Ist aber kein Problem, denn in der Runde ist generell sonst nichts mehr passiert. Und der Kill zählt natürlich nicht in die Platzierung, zählt für die Challenge auch nicht. Die Stelle ist nicht schlecht zum Angreifen. Die sollte ich mir merken auf der Map. Weil da kann ich nach da oben gut angreifen. Hier unten könnte ich einen Bounce machen. Der Roboter geht auf Pam, gut. Oh, ja, gut, ein bisschen Schaden gemacht. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich aimen soll. So. Ja, okay. So. Oh, okay. Jetzt so. Ja, okay. Jetzt so. Jetzt so. Nee. Und dann kommt, oh Gott. Ah, das wäre ein easy Kill gewesen. Hätte ich normal gespielt, aber sowas leider nicht möglich. Okay, 3 Kills. Also ich muss jetzt quasi nur noch auf Kills gehen. Da oben, das ist eine tolle Ecke. Weil kann ich mit meinem Schuss schön eine Kiste nach der anderen snacken. So. Einmal, zweimal, dreimal. Oh Gott, bin ich tot? Kill Nummer 1. Das waren 100% Wandschüsse. Ich habe halt Angst, dass ich mal keinen Wandschuss mache und Leute sagen können, ja, Bardo, du hast da geschummelt. Ich versuche wirklich die Challenge so gut umzusetzen, wie es nur geht. Bei Kisten bin ich nicht ganz so streng, wenn es mal nicht klappt mit dem Wandschuss, aber ist natürlich auch schon mein Ziel, das auch komplett richtig zu machen. Also, falsch. Ich spiele ja falsch. Das komplett falsch zu machen, das ist mein Ziel. Ein Kill haben wir ja schon. Okay. So kann ich nicht aimen. Ich müsste so aimen. Oh nee, das ist ja alles schlecht. Ich schluck mal kurz hier oben den Schuss, so. Und jetzt nach oben, okay. Oh ja, da. Winkel. Oh, hat nicht geklappt. Da, Winkel. Ja. Ja, ein Treffer. Oh, komm. Oh Gott, ist das knapp. Noch ein paar Treffer. Den könnte ich holen. So. Mein Kill. Das war auch komplett Warnschuss. Nochmal. Da habe ich mich nicht getraut. Ich hätte mit meinem super schnell aimen können, aber das habe ich nicht hingekriegt. Ich hatte zu viel Panik. Aber Kill ist Kill. Nehmen wir mit 2 Kills. Hätte der dritte sein können. Es ist halt unangenehm, weil man muss... Ich habe eine Blockade im Kopf quasi. Ich hätte das jetzt mit meinem Super easy machen können, aber ich habe Angst beim Super, weil ich setze mein Super, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Verlierer. Wenn ich das Super einsetze, dann auto-aim ich das in der Regel. Und deswegen, ich habe in meinem Kopf jetzt diese Blockade gehabt, von wegen, ja okay, du darfst nicht auto-aim so. Und deswegen habe ich nicht geholt. Aber 2. Kill, noch 1 Kill und wir hätten es geschafft. Und dann in irgendeinem Modus gewinnen und dann wechseln wir nochmal. Und ich würde sagen, nachdem ich gewechselt habe, machen wir mal nur kurz einen Versuch in Solo-Showdown. Weil in 3 gegen 3 Modus zu gewinnen, das ist, glaube ich, relativ sicher. Aber wenn ich gleich gewechselt habe, geht es dann darum, in Solo-Showdown vielleicht mal zu gewinnen. Und das Gute ist ja auch mit der Star-Power,
dann werden die Kugeln ja, also die kriegen noch so einen Special-Effekt mit der Star Power, wenn die eine Wand treffen. Und das müsste es ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt muss ich hier irgendwie den Winkel für die Kisten finden. So, okay. Einmal, zweimal, dreimal. Die extra Meter, die ich jetzt laufen muss. Oh nein, so. Okay, dann wäre ich sehr früh Level 4. Was einfach eine starke Ausgangslage ist. Oh, kann das... Nee, ich muss gegen Kaktus bouncen. So. Nein, nicht so. Hilfe. Okay, wo ist der Winkel? So. Oh nein. Nein. Okay, wir sind geflohen, wir sind geflohen. Da ist jetzt ein Daryl. Gut. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich aimen muss, um den zu treffen. Komm nochmal zurück, komm nochmal zurück. Ja. Oh. Kill. Kill. Kill! Runde gewonnen! Grund, was? Was? Okay, ich brauche meinen Hauptaccount dafür gar nicht. Ich brauche das nicht. Ich habe auch meinen Super nach oben gezielt. Also, wenn es anders geknallt ist, dann wäre es ja überrascht. Okay, aber jetzt nochmal im Dreiermodus gewinnen. Weil da kann ich auch einfach einen defensiven Job machen oder einfach gegen die eigene Wand schießen zur Verteidigung. Das passt schon. Ich glaube, Rollball ist der klügste Modus für diese Challenge. Okay, das ist doch ein bisschen tricky. Das ist doch ein bisschen tricky. So. Oh, es ist unangenehm. Es ist so unangenehm zu aimen. Weil wenn mein Gegner sieht, man will halt drauf. Man will nicht erst eine Wand anpeilen. So, nee, okay. Ich habe jetzt extra noch ein bisschen gewartet. Aus Angst, dass sie halt in meinen Schuss reinrennt, die Bibi. Weil wenn ich einen Gegner treffe, ist die Challenge ja nicht bestanden. Dann ist er verloren. So, machen wir so. Nee, die sind einfach irgendwo hingeknallt. Schade. Oh, das ist tricky. Da war kein Winkel da. Wir hatten noch gerade eine Chance auf ein Tor, aber wir haben es nicht ganz hingekriegt. Also mein Team hat es nicht ganz hingekriegt. Ich bin ja Teil des Teams. Also wenn ich sage mein Team, dann bin ich ja Teil davon. Von der Kritik. Okay. Das Ding hier wegmachen. Machen wir mal kurz so weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, mein Team konnte stoppen. Ich habe einen Winkel gesucht in meinem Kopf, aber der war nicht da. Aber mein Team hat es so hingekriegt. Alles gut, alles gut. Der Winkel war da. War ein bisschen Schaden. Wo ist hier der Winkel? Hier ist kein Winkel. So, wenn sie jetzt Nahkampf geht. Ja, da ist der Winkel. Easy. Kill. Oh Gott, ich habe halt Angst, einmal zu verhauen und dann ist halt alles vorbei. Ich suche mal jetzt hier oben gegen. Ich hoffe, dass es einfach smackt. So. Nee, nichts getroffen. Dagegen, Wand. Nee, dagegen. Könnt ihr so sterben, okay. Das ist schwer. Vor allem sind jetzt die ganzen Wände weg. Ich kann im Grunde echt nur am Rand sein und Schaden machen. In der Mitte, ich kann euch nicht helfen, Team. Ich kann sowas machen. Aber wirklich in der Mitte helfen, da bin ich nicht am Start. So, den Kill konnte ich machen. Da kann ich nicht helfen. Das musst du alleine machen. Das musst du alleine kriegen. Ich kann da. Okay. Okay. Gib mir ruhig den Ball. Ich kann ja ins Tor schießen, ne? Oh, ich kann echt nicht helfen. Ich kann sowas machen. Oh, ja, komm. Superschuss in Winkel. Komm, mach einen Superschuss. Gewonnen, okay. Challenge geschafft. Es war super unangenehm. Jetzt kann ich die Star Power Pralle-Abpralle einsetzen. Ricos Kugeln werden beim ersten Abpralle aufgeladen und verursachen 100 zusätzlichen Schaden. Es macht es vor allem für euch auch leichter zu erkennen, wenn eine Kugel halt die richtige Kugel ist. Denn ich kann es mal kurz demonstrieren. Wenn man gegen die Wand schießt, zack, da werden die Kugeln... Die kriegen noch so einen Schimmer. Und das... Oh, was ist denn das für eine Schadens- und Lebens... Hallo? Cooler Bug. Okay, ist wieder normal. Oh, ich suche die ganze Zeit einen Winkel. Es ist so unangenehm. Kann ich auch nutzen. Komm noch mehr. Ich will den Winkel. Komm. So. Ah. Nita, komm noch mal her. Ich habe da einen kleinen Winkel für dich. Da oben habe ich keinen kleinen Winkel für dich. Oder vielleicht, wenn ich so aime? Ich glaube, da hat einer getroffen nach einem Abpraller. So, ich könnte jetzt hier voll reinfetzen. Ich mach das mal. So. Trifft ein bisschen. War fast ein Kill. Ich mach's mal so. Ich habe keinen besseren Winkel, oder doch? Ist das ein besserer Winkel? Okay. So, komm, den kill ich. Komm. Ich hab gekillt, okay. So. Oh, ich dachte, das prallt viel, viel besser. Okay. Ja, komm hoch. Nicht gut. Noch Gold, okay. Und jetzt das? Ah, nee. Aber dritten Platz rausgeholt. Wir haben 3 Kills gemacht. Danke für die Challenge. Das war eine Challenge, die machbar war. Die war fordernd, aber nicht zu schwer. Das ist vor allem gut, weil die letzten 2 Challenges, die ich bei Angela sagt, machen musste, die waren ja Kategorie unmöglich. Muss man einfach so sagen. Und hier,
Vierten Platz habe ich komplett zerstört. Ich habe eine Runde gewonnen. 3 Kills habe ich auch locker gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie 7, 8 Kills gemacht. Auch geschafft. Im normalen Modus gewinnen habe ich auch geschafft. Obwohl es im Brawl Ball natürlich am Ende super unangenehm war. Aber tolle Challenge haben wir geschafft. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr eine Idee für eine Challenge habt, schreibt die mal in die Kommentare. Und denkt dran, Abo wäre ganz cool, wie gesagt. 115.000 bis zum Ende des Monats wäre super cool. Okay, dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.